Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, gemäß § 20 Absatz 2 der Geschäftsordnung beantragen FDP und CDU die Ergänzung der heutigen Tagesordnung um den Punkt: Landesregierung muss Runderlass Unterricht für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler unverzüglich zurücknehmen. Ich möchte Ihnen dazu drei Sätze zur Begründung nennen. Der Erlass hat für große Verunsicherung bei Verbänden, Schulen, Schülern und Eltern geführt. Denn nach dieser Neuregelung sollen die zugewanderten Schülerinnen und Schüler ohne vorbereitenden Deutschunterricht von Anfang an am normalen Unterricht teilnehmen. Auf die bewährten Integrationsklassen soll verzichtet werden. Es werden darüber hinaus Mitbestimmungsrechte missachtet. Und was ich gegenüber diesem Hause unglaublich finde, es werden die interfraktionellen Gespräche über einen gemeinsamen Integrationsplan vollständig konterkariert. Meine Damen und Herren, der Landtag muss hier und heute die integrationspolitische Geisterfahrt dieser schulpolitischen Sonnenkönigin beenden. Dankeschön.